Das Video habe ich mir aufgehoben, da habe ich richtig Bock drauf, Digga. 187 Straßenbande Back to Blocks Volume 1. Ich könnte jetzt wieder in der Nostalgie schwelgen, aber der ein oder andere Oldschooler weiß, dass damals 187 bzw. Bones Hoodblocks gedreht hat und die bei YouTube hochgeladen hat. Mittlerweile sind die so gefühlt alle offline oder von anderen Leuten hochgeladen worden. Onkel Bones hat sich dazu entschieden, die alle offline zu nehmen. Leider. Aber das waren wirklich legendäre Blogs, die ich damals, die wir also die haben einfach reingesuchtet wie sonst was. Ich werde nie vergessen, der Monster-Blog, als Gaso 2014 oder wann das war, aus dem Knast gekommen ist und die ihn direkt abgeholt haben und nach Mallorca geflogen sind. Malle-Vlog hieß es, glaube ich, so. Da waren die mit Contra K. Da ist dann auch ein legendärer Track entstanden von Bones und Jizzes. Und deswegen freue ich mich umso mehr, mir den 187 Straßenbande Back to Blocks Volume 1 reinzuziehen. Haben wir wirklich aufgespart, Digga. So, let's go. Ja, da war nämlich die legendäre, da ist Gaso gerade frisch aus dem Knast gekommen und hat gefragt, Digga, wer ist dieser WhatsApp? Alle immer am Handy, wer ist dieser WhatsApp? Das war so, Digga, es war so geil, Digga. Es war so eine schöne Zeit, Mann. Let's go. Wir sind hier gerade bei Murder Burger und ich unterschreibe hier wieder um mein Leben Burger-Typen. Guten Ab 2P? Weiß ich nicht. Appetit? 2T? Nee, weiß ich nicht. Das ist auf jeden Fall falsch. Murder Burger, you know what it is. Murder Burger in Hamburg waren einige Jungs von mir, einige Kollegen. Soll sehr, sehr, sehr schmöcklich, köstlich sein. Also ich kann euch sagen, ihr könnt von Gaso halten, was ihr wollt, aber das ist so ein feines Kerlchen, Digga. Es ist so, alle Jungs da vorne Clique. Aber mit Jizzes habe ich halt am meisten, das ist wirklich ein feines Kerlchen, Digga. Ein super Typ, Digga. Ab und an mal ein bisschen zu viel Alkohol, kann auch mal bei ihm den Kopf durchdrehen lassen, aber der ist im Herzen ein super Mensch. Aber alle, Bones ist super korrekt, Pascal hinter der Kamera ist auch ein herzensguter Mensch. Boah. Die Tasche kannst du versteigern, wenn du rauskommst. Als wenn ich mir seine Zelle nehmen kann, Digga. Die liegt schon gesunder. Ich weiß. Oi! Oi! Der war Fußballspieler. Ich werde kein Witz schreiben. Das Ding ist Grundschule. So, ich bin eigentlich nochmal zu. Oh, du Punk. Guck, damals war ich in der Schule. Er war nicht bei der Schule. West Coast. Ich benutze dich. Ich nehme dich auseinander. Yeah. Mit Weißer. Wir können bis zu Tieren. Gaso ist da rein. Ja, ich will nicht sagen wie ein Mann, weil letztendlich, Digga, niemand geht gerne knass, aber er ist reingegangen und hat nicht zurückgeguckt, Digga. Es ist halt einfach leider so, ne? Und am Ende des Tages, wir wissen alle, Digga, am Ende des Tages wird ihm das im Herzen aber auch am meisten wehtun, Digga, mit seinen Kindern, ne? Wie lange er muss, benutzt Google. Die haben auf jeden Fall bei ihm Exempel statuiert, ne? Beispielsweise, ich weiß nicht, ob es jetzt öffentlich ist oder nicht, aber spielt auch keine Rolle, ich sag's einfach so. Er ist unter anderem reingegangen wegen Sprengstoff. Wisst ihr, was der Sprengstoff war? Ein Polenböller. Die wollten ihn richtig f***en, Digga. Vater Staat wollte ihn richtig f***en. Die wollten bei ihm ein Exempel statuieren, weil er der böse Gangster-Rapper ist, weil die Gesellschaft immer noch nicht versteht, dass das, was man in der Musik sagt, nicht unbedingt die Realität ist. Klar, die Jungs haben auch ein bisschen was auf dem Kerbholz und ein bisschen was in der Vergangenheit auch gemacht. Aber die Strafe, die er bekommen hat, no cap, meine Meinung, viel zu übertrieben. Viel zu übertrieben. Jawohl. Ist schon passiert, kann aufmachen. Danke. Ciao. Ciao, Jesus. Ciao, mein Bruder. Jesus ist weg, aber wir haben nicht geschlafen. Hein Hungrig ist im Kasten. Heute kommt der erste Monster-Vlog. Heute Abend die erste Single. Wisst ihr Bescheid? Und natürlich, Digga, ne, man muss es fairerweise sagen, die Jungs wissen, was sie machen. Bones ist so ein Macher, Bones ist so ein Genie im Kopf. Die Jungs alle haben ihm sehr viel zu verdanken. Er hat natürlich den Jungs auch viel zu verdanken. Aus einer Situation, die eigentlich Scheiße ist, was Gutes zu machen, nämlich direkt high und hungrig, dies, das, schon sehr gut. Tschüss, placker, placker, boom, boom. Lecker, lecker, lecker. Sieht mal wirklich, hat mal Einblick,
wie eure Stars, sag ich mal, so lieben. Die Kugeln sind warte im Clip. Ja, der Huren ist dafür gefixt. Was wir haben gebaut, sind wir und Jizzes hier im Park. 100 Leute, Flora Park. Wir kommen von hier. Flashback. Ich finde dieses Flora Park, Digga. Schanze, Schanze wieder. Das ist auch Hamburg schon bei Hamburg weit drin. Wie die Jungs damals noch aussahen, ne? Das ist ungefähr die Zeit, wo wir sie hier aus Buxtehude so, das war noch mal ein bisschen was anderes. Ich glaube, man hätte sie hier im Umkreis Hamburg, man hätte sie nicht so gefeiert, musikalisch und ähnliches, wenn man jetzt beispielsweise aus Bayern gekommen wäre oder so. Das war schon geil, Digga. Ein paar Gangster-Rapper, ein paar Leute, die ein bisschen Straße rappen, aber auch Straße sind. Das haben wir hier, das ist ja bis zu uns gekommen, die Musik, und drüber hinaus. Wir haben die Jungs damals richtig fett abgefeiert, Digga. Richtig fett. Weil man wusste, Digga, das, was sie sagen, ist nicht heiße Luft. Ich glaube, wir haben Hunde hier für Hundekämpfe. 1 Kilo Gold. Jizz ist auch da mit der roten neuen Jacke. Die Jacke steht ihm verdammt gut, Digga. Gut, Freunde. Passt zum Benz. Ja, Mann, wir haben ein rotes Auto gekauft, deswegen haben wir so eine rote Jacke gekauft. Es ist arschkalt und wir drehen jetzt ein Video zu Sturkopf. Carlos auch ein richtig feines Kerlchen, Digga. Der sieht immer so böse aus, der kann so böse gucken, aber hat so ein feines Herzchen, Digga. Und so tierlieb auch. Guck mal da. Yeah! Porsche 992 habe ich, passend zu der roten Jacke. Wer ist im Knast, ne? Ah! Wir sind, hör auf jetzt. Du bist im Knast. Ich steige im Bus ein, ganz nach hinten, so dass ich in der Mitte sitze und nach vorne gucke. Und im Vierer vor mir sitzt mir gegenüber ein Typ, ein kleiner Junge, 13, 14 Jahre. Und hört Jizzes. Ich guck schon extra cool so. Ich denke so, es ist nur eine Frage der Zeit, bis er mich anspricht. Guck weiter, Minuten vergehen. Irgendwann sage ich so, ey, wir haben in 3 Tagen haben wir einen Auftritt und so. Und er guckt mich so an, so, auf was? Ich sag so, ja, wir haben einen Auftritt auf dem Kiez. Wenn du Bock hast, du hörst ja gerade Jizzes und so, kennst du Jizzes oder nicht? Er so, ja, wieso kennst du auch Jizzes? Ich sag so, ja, ich bin bei uns und so, falls du noch nicht gehört hast. Nee, hat er nicht gehört. Jizzes fand er auf jeden Fall cool, mich hat er nicht gekannt. Insofern, falls mich noch nicht kennt, ich bin Bones MC. Ich hab aber irgendwo noch, Digga, warte mal. Ich will mal kurz gucken, ob ich das finde. Nicht irgendwo gibt's doch von mir und Bones so ein richtig Oldschool-Bild von 2014, Digga. Habe ich das irgendwo hochgeladen, Alter? 50 Euro, wenn du einmal deine Zunge... Ja, 2014 war es, als ich ihn getroffen habe, ja? Gaso, der Rapper, Hardcore, die Bretter. Ah, hier ist das Bild. Warte, Moment, einen Augenblick. Digga, wie dämlich ich hier aussah, Junge. Es ist so zum Kotzen. Ich bin wirklich rumgelaufen wie der letzte... Kopf. Sorry, I'm fresh. Was hat sich da Bones gedacht, als der Typ am Foto gefragt hat, Alter? Es ist so, so unangenehm, Digga. Da haben wir aber das Bild. Das war 2014, Digga. Aladdin, was ist jetzt schon wieder passiert? Aladdin auch ein richtig feines Kerlchen, Digga. Muss ich auch mal an der Stelle. So, wie ich es am Anfang gesagt habe, nur nette Leute. Aladdin auch richtig korrekt immer. Hat einen eigenen Laden, Friseurladen oder irgendwie so. Auf jeden Fall auch auf einen Café. Lichtmaschine ist kaputt. Aladdin steht's bis hier. Was soll ich gucken, was hier drin? Halt hier, halt! Sechs Tore laufen. Das ist gut, wie neu. Ja, ist auch krank, was sie da aufgebaut haben. Das sieht richtig geil aus. Ich hab Benzer, ich bin Vorsitz und ich drück auf den Leib. Und am Benzer, wenn ich Boss will, so ein New. Ich glaub, die sind nett, wenn man gut mit dem ist, ansonsten eher schwierig. Naja, Digga, ich bin auch nicht zu jedem freundlich, Digga, wenn ich den nicht kenne. Aber zu meinen Freunden bin ich besonders freundlich. Ist doch normal, oder? Ja, Onkel Bones MC aus dem Flurapark. Ich finde dieses Flurapark. Wo ist Toni? Was geht ab? Hier bin ich. Hey, Mann. Komm mit. Wir haben Handys, um die Felgen zu beleuchten. Hinten auch. Immer eh. Original. Und wie läuft es beim Fußball? Ja, Choupo-Moting hat wieder ein Tor geschossen. Das war unser Junge aus Altona. Das freut mich sehr. Das ist hier High-End, Alter. Die Location sieht echt schon top aus, Digga. Fuck yeah, vorm Kroko. So, jetzt kann man die Klappe zu. Ich hab das immer gar so gesagt, Digga. Er müsste so viel mehr Social Media machen. Das ist so ein unterhaltendes Kerlchen, ne? Schau, es geht, Schatz. Ich hab Wasser! Wasser, Digga, ja, woher? Wasser kommt! Warte! An die Zähne bitte! Boah! Nein! Warte! Ich bin doch rein!
Also heute waren wir in Agadir, hier beim Krokopark-Eingang. Und dann haben wir hier ein Video geschossen. Ja. Kurz und bündig, klare Aussagen, nix, links, rechts, drumherum. Einfach nur, ja. Frischer Benzer im Sport. Ja, einmal durch. Ende, dafür sagst du uns, bricht dir noch was, echte Woche für die Schlafen auf dem Bild. Komm, Digga, Jungs! Frischer Benzer im Sport. Ich find's auch immer voll interessant, das so hinter den Kulissen zu sehen. Frischer Benzer im Sport sitzt, ein Sturkopf und ein Glock. Ey, wir sind auf dem Dom. Ich hab Martin gesagt, wenn er mit mir in ein krasses Teil reingeht, dann baue ich ihn einen krassen, krassen Kali. Wir sind Motherfucker, hope you understand. Polizei macht eine Kontrolle, das empfiehlt. Kylie Jenner, greif von Vodka. Harry Potter, bleib mal locker. Mach kein Streit, ich schneid deinen Koffer. Einfach, weil ich Bock hab. 187, kein Respekt vor der Uniform. Ich renn weg, wenn die Bullen kommen. Such mich schnell ein Versteck, wenn die Bullen kommen. Weil sonst bin ich wieder weg, wenn die Bullen kommen. 187, kein Respekt vor der Uniform. Saphir, Digga. Sag mal irgendwas, erste Tour. Ich bin überwältigt, ich glaube, ich brauche irgendwann mal so ein ruhiges Wochenende für mich, wo ich das alles so. Sexuell! Ja, ist auch schön zu sehen, wie sich das bei den Jungs so entwickelt hat, weißt? Die sind auch von unten gekommen, Digga, wo sie nichts hatten. Jetzt geht's denen sehr, sehr gut. Maxwell, Digga. Es gibt immer noch diesen einen Clip, warte mal, Digga, der ist so legendär, Digga. Jedes Mal wieder ein Lachflash drauf, warte mal. Wo Maxwell sagt, dass er eine PS4 verlost und sich verspricht, Digga. Das war so lustig. Ist er denn? Ja, hi. Gaso. Oh, hi. Auf hier, was geht? Hast du was geschrieben? Ja. Das ist ein Jambi. Das ist ein Jambi. Ich hasse vor. Warte, dabei bist du geschockt, Hightech am Block hat meinen eigenen Kopf. Nein! Da kam Bones um die Ecke, Digga. Das Weib ist geschockt, Hightech am Block hat. Oh! Antwort die Bretter! Antwort die Bretter! Krass, wie die alles aufgenommen haben. Immer, ja, Digga. Andere Zeit gewesen, ne? Was hast du gesehen? Ja, Mann. Oh, shit, Digga! Also, ihr könnt mir sagen, was ihr wollt. Die Leute, die die Zeit miterlebt haben, damals um 2014. Hai und Hungrig, der erste Teil, Digga, das war geisteskrank. Hai und Hungrig, Hai und Hungrig, das erste Album, war aus meiner Wahrnehmung einer der besten deutschen Deutschrap-Alben. Da war kein Track, den du geskippt hast, Digga. Alles Banger gewesen. Hai und Hungrig 2 auch krass, aber Hai und Hungrig 1 war geisteskrank. Atme durch, atme Weed ein. Rote Augen kommen nicht von Allergie, nein. 26.000 Euro bitte meiner Levi's. Dass er alle Lampen brennt, scheiß auf Energiepreis. Baby! Bones MC, wieder live für euch auf Frame TV. Ja. War in Hamburg. Da kam der so ausgeschaut, aber er hatte unten drunter nichts an. Er war Tom so diese mit Schnurrbart, lange Haare und er hatte eine schwarze Kutte an. Richtiger Haiwan. Ja, richtiger Haiwan war das. Ich vergesse das niemals. Man hat schon an seinen Schnurrbart. Man hat schon an seinem Schnurrbart vom Zigarettenrauchen diese Gelb gesehen. Ja, aber nur einmal. Ja, das war ein Bericht. Von unserer Jugend, so was wir so. Das war damit, Statement. Damit die Leute verstehen, warum Onkel Bones Felgen und dies und das. Wo wir klein waren, wollten wir alle solche Autos haben und heute fahren wir die Autos und sitzen hier. Was gibt's Schöneres, oder? Schreit die Maschine nach Schneien wie in Skigebieten. Schon halb drei, doch ich bleib noch liegen. Denn ich würde verstehen, wenn irgendein Penner reingeht oder so. Oder er hat meine Wände von meiner Werkstatt zum Kiffen gebracht, ja? Er sagt zu uns gerade, er arbeitet, wir sollen raus. Wir stören ihn. Wir sollen auf der Couch warten. Sag mal, Master X, ist das das Video? Also, mein Name ist Maxwell. Das ist so legendär, Digga. Ich verlose heute 5-mal die PS2. Zweimal die PS5. Also, mein Name ist Maxwell und ich verlose heute 5-mal die PS2. Zweimal die PS5. Digga, so gut dieser Clip, Digga.
Wir sollen auf der Coach in der Tafelrunde hier auf ihn warten, sagt er. Wir haben verstanden. Wobei die PS2 deutlich besser ist. Hey, check mal. Was sagt 4 zu 10? Zwei Zeilen habt ihr mich schreiben lassen. Neue Waffe in der Lammlederjacke. Wir fahren die Angebermasche, ein paar Gramm Peter naschen und dann Arduino machen. Ist wirklich, ja, seine Stimme ist ganz besonders, finde ich. Aber rein vom Gefühl her ist es jetzt von der Konsistenz her eigentlich genau immer wie diese Fertigmischungen. Währenddessen an der Nudel. Hat er wirklich einen Klopfer reingebaut, Digga? Das schon. Das war doch ein Pascal, der kleine Troll. So. Und jetzt ab in den Ofen. 250 Grad, schätze ich mal. Bis später. Und nach 21 Uhr wird euch die Scheiße zu hart. Digga, 500 Gramm Steak, Scheiß auf Salat. Kaution, 100k werden einfach bezahlt. Doch am Ende gehe ich trotzdem wieder rein und das war's. Ich muss noch ein bisschen deutlicher am Ende auf jeden Fall. Ja, ja. Wie viel steht's? Erstmal Mandy, Digga. Sarah ist gerade beschäftigt, macht irgendeinen Modeljob schon wieder. Kennst du doch. 969 888. Ohne Ende Autogramme heute. So. Ja, das Geile ist, dass da, weil damals Bones alles mit der Kamera begleitet hat. Bones hat damals immer eine Kamera dabei gehabt, hat alles aufgenommen. Er hat zwar auch alles wieder gefühlt aus dem Internet gelöscht, aber die werden das überall noch, also irgendwo gespeichert haben. Das ist ganz geil, Digga, dass er diese ganzen alten Dinger am Start hat. So, diese ganzen alten Videos und so. Das ist Gold wert, Digga. Danke, Digga. Ich bitte den Scheiß, Digga, fucking bam. You want to try? Oh ja, einfach mal um die Konsistenz zu sehen, weißt du? Vorsicht, heiß. Geil. Ja, das war's schon wieder. Backstunde mit Hardy. Bis zum nächsten Mal. Ja, ist doch geil, Digga. Ist doch ein geiles Video gewesen, oder? Natürlich kommt es nicht an den Oldschool-Flavor ran von früher so, aber ist ja auch gefühlt schon 7 Jahre vergangen. War ein geiles Video, Digga. Habe ich gefühlt.